So, herzlich willkommen zu Folge 22 von Hexen. Nach unserem Malheur, wo ich letztes das Programm beendet habe, ohne vorher zu speichern. Jetzt weiß ich gar nicht, wo ich es jetzt gespeichert habe. Ah, okay, gut. Also schon nachdem wir hier reingegangen sind. Wir haben also nichts verpasst. Oder nichts verloren. So. Die Frage ist jetzt also immer noch: Was muss ich jetzt verfickt nochmal tun? Da hinten ist eine Treppe. Oder etwas, was aussieht wie eine Treppe. Ah. Hier hat sich also immer noch nichts getan. Na gut. So, wo gehst du hin? Okay. Ah, ja, wow. Das ist der Raum, wo die ganzen Fischer wieder hier massiv spawnen. Wesentlich mehr als mir lieb ist. Habe ich hier noch irgendwas übersehen, noch was vergessen oder irgendwie was, was erklären würde, warum die Welt so kacke ist, wie sie ist? Ich weiß es nicht. Kommen wir jetzt alle hoch? Nein, kommen wir nicht. Da können wir also mal runter. Wow, das tat gerade weh. So, können wir mal hier hochgehen? Genau. Wow, kann ich bitte vorbeilaufen? Danke. So, das war die letzte Station, wo wir etwas Produktives hier gemacht haben. Okay, dann gucken wir mal, ob wir hier noch mehr produktive Sachen machen können. Wow, was will der jetzt hier? Denn wir brauchen immer noch einen sogenannten Axt-Key. Und ich wüsste einfach mal gern, wo wir diesen Axt-Key herbekommen. Und weil wir hier überhaupt noch nichts Produktives gemacht haben, schätze ich einfach, wir müssen hier jetzt irgendwas tun. Oh Mann, schon wieder spawnen die Viecher, Alter. Um irgendwo an den Axtkram ranzukommen. Na, aber das ist ein Secret und mehr ist da oben nicht. Das heißt, hier brauchen wir auch nicht weiter gucken. Hoffe ich einfach mal. Wow, Alter. Genau, hier waren wir gerade eben drinnen. Wenn ich nur wüsste, wonach ich suchen muss. Also, wir müssen wieder rüber ran, sonst fallen wir da rein in diese eine Lücke da. So, was war das jetzt? Oh. Das ist. Okay, jetzt sind wir also wieder hier. Genau. Hat sich hier irgendwas Neues getan oder so? Sag mal, wir müssen ja irgendwo an irgendeinen Key rankommen. Irgendwo muss noch ein Axt-Key sein. Ja, Problem, da waren wir bereits drin. Oh wow, hier wieder. Ah, danke dafür. Oh Gott, wo kommen wir hier wieder raus? War das hier? Haben wir hier raus? Ja, hier kommen wir raus. Und zwar. Nein, nicht da. Bin ich gerade falsch? Ach da! Genau. So, dann sind wir wieder raus. Okay, also hier gibt es, wie es aussieht, kein Axt-Key. Aha. Komm, leg mich. Verschwinde aus meinem Leben. Hat sich was Neues geöffnet oder so? Irgendwas, was uns, was das rechtfertigt, dass wir hier hingeworfen wurden? Weil wir wurden mit dem einen Teleporter hier hingeschickt. Die Frage ist nur, warum? Gibt es hier irgendwas, was es sinnvoll erscheinen lassen würde, dass wir jetzt hier sind? Da kamen wir raus. So, guck
Kunden hier waren wir bereits. Den Schalter haben wir schon betätigt. Ich weiß allerdings nicht mehr, was der Schalter getan hat. Es muss irgendeinen Grund geben, warum wir hier wieder sind. Komm, leg mich in die Schnauze hier. So, gucken wir uns mal hier rum. Da waren bloß diese Potion Disc oder wie Dinger heißen. Ja, keine Ahnung. Was ist hier? So. Ja, sag mal. Da ist schon wieder einer gespawnt. Dass hier nicht langweilig wird. Was tun wir denn jetzt? Also hier ist auf jeden Fall offensichtlich nichts Neues dazugekommen, was wir untersuchen könnten. Wodurch sich mir allerdings die Frage stellt, warum wir hierher teleportiert wurden. Was soll der Sinn hiervon sein? Außer dass da 6 Viecher von uns geworden. Uah! Alter, der lecken kann. 6 Viecher von uns gewartet haben. Ich meine, das Einzige, was wir hier gemacht haben, ist diese 6 Typen hier umgebracht. Mehr haben wir hier jetzt nicht gemacht. Und, dieser Teleporter hier, der muss irgendeinen Sinn haben. Irgendwas sollen wir hier machen. Und ich hoffe, es ist irgendwas, was mit dem Axt-Key zu tun hat. Mir fällt beim besten Willen nicht ein, was wir hier machen könnten. Und das ist das, was ich meinte, diese Puzzle in Hexen. Teilweise bist du halt wirklich komplett aufgeschmissen, weil du nicht weißt, was das Spiel von dir möchte. Oder was vielmehr die Map-Designer von einem möchten. Das heißt, wir gehen einfach nochmal durch den Spiegel durch, durch den Teleporter durch. Bam. Gehen dadurch. Achso, das war ja der Spiegel hier. Wo kommen wir jetzt hier wieder raus? Da? Ja, da. Versuchen wir nochmal irgendwie zur Hauptmap zu kommen. Das war einmal. Was? Achso. Nein. Obwohl doch, genau, hier kamen wir zur Hauptmap. Nein, nicht ganz die Hauptmap. So. Alles nicht wirklich. Ich habe bloß der Schalter, den wir bereits betätigt haben. Oh nee, Mann, dieses Rät, diese ständige rein teleportieren. Man hat so schon keine Ahnung, was man machen soll, und dann wird man auch noch ständig hier vor diesen Viechern nie belästigt. Ist doch schon, ne? Hier hat sich auch nichts getan. Warum auch? Gut, okay, dann gehen wir mal jetzt den nächsten Hinweis nach. Denn wir wurden ja durch den einen Teleporter
wurden wir ja da unten raus teleportiert. Hier. Das heißt, es kann durchaus sein, dass wir jetzt von hier aus irgendwas machen müssen. Weil ich gerade in den Teleporter reingeschoben. Wow. Lol. Ich werde einfach in den Teleporter reingeschoben. Das ist echt nett. Das ist wirklich genau das, was ich jetzt brauche. So. Okay, gucken wir also, ob sich hier irgendwas getan hat. Ich wüsste zwar echt gerade nicht was. Wir gucken mal, ob es hier irgendwas ist, was ich was unerforscht ist. Das Problem ist, überall rumzulungern, rumzugucken, bringt halt nichts, weil immer wieder neue Viecher spawnen. Und wird die ganze Zeit nur damit aufhalten, diese Viecher umzulegen. Aber in der Map selber nicht wirklich weiterkommen. Und dass hier irgendwo der Axt-Key versteckt sein sollte, gut ist, war möglich, aber ganz ehrlich, die Map haben wir doch schon komplett durchgeguckt. Na gut, allerdings, gut. Ne, der Teleporter ist jetzt auch gerade gekommen. Wer sagt nicht, dass während dieser Teleporter hier erschienen ist, auch noch ein anderer Weg gekommen ist, der uns neue Möglichkeiten offenbart. So, was war hier jetzt eigentlich? Der ach, wow, das war, ja. Das war genau das. Also nichts Interessantes, nichts Neues. Ja, sag mal. Also wenn wir jetzt in der Folge hier komplett nichts schaffen, ja, dann gucke ich mal zum Beginn der nächsten Folge mal ins Wiki. Weil Hexen liegt ja unter dem Segen von Doom und ist dementsprechend in Doom Wiki sehr gut dokumentiert. Unter anderem auch gibt es halt eine, ja, Tricks und Tipps Kiste oder Seite, wo halt drin steht, wie man an welchen Schlüssel rankommt. Ist zwar in Englisch, aber gut. So, wir gucken jetzt nochmal hier oben lang, ob sich hier oben irgendwas versteckt hat. Wobei hier leben ja noch die ganzen Fischer, das heißt, wir müssen hier aufpassen, dass uns die Dinger hier nicht grillen. Hier schon mal nichts, hier auch nichts. Hier auch nichts, da hat er gerade gefeuert. Was? Hä? So, ist hier ein Finky. Alter. Jetzt suchen wir echt die Nadel im Heuhaufen. Das ist so dumm. Das ist das Einzige, was ich an diesem Puzzlespiel nicht mag. Dieses Suchen, wenn man nicht weiß, wonach man suchen muss. Oder wo man überhaupt suchen muss. Wir wissen ja weder, wo wir suchen müssen, noch wonach wir suchen müssen. Das heißt, wir müssen jetzt alle beim Hauptnetz. Also die Map und die Map, wo wir hier in diesen Glockenturm hin teleportiert werden und die ganzen Untermaps, alle nach irgendwas durchsuchen, wo wir gar nicht wissen, wonach wir überhaupt suchen. Alles, was wir wissen, ist, dass irgendwo ein Axt-Key versteckt sein muss. Oh Mann. Na gut, okay. Bringt hier also nichts, dann gehen wir hier nochmal in dieses Ding da uns da rein. Ach, leg mich halt an den Arsch. Ist auch nichts, oder? Das wäre auch zu einfach gewesen. Ach, Leute. Axt-Key. Also, gehen wir mal rein logisch vor. Wir waren zuerst... Ne,
logisch vorgehen, das wäre gut. So, ach, jetzt warte. So, Tatsache ist auf jeden Fall, dass hier noch eine Treppe ist. Dass hier noch eine Treppe ist, wo ich nicht weiß, wo sie hinführt. Und auch nicht weiß, wie man sie öffnet oder aktiviert. Oder was der Geier ist. Ich komme mal hier runter, vielleicht gibt es hier was. Nein. Ist einfach nur eine Falle. Ach Mann, das gibt's doch gar nicht. So, der einzige Raum, der uns bisher noch absolut gar nichts gebracht hat, der uns wirklich komplett bisher nur im Stich gelassen hat, ist hier oben. Das heißt, hier oben kann es durchaus etwas geben, was wir bisher übersehen haben. Aber der Raum ist halt so einfach und so clean und da oben ist... Sag mal, ist das ein Schlüssel? Ja! Ja, lecko mio. Hä? Seit wann ist hier offen? Okay, ist egal. Yay, wir haben den Axt-Key. Na, schau mal, na, guck. Das heißt, wir können jetzt endlich mal... Wir wohnen wirklich da. Rein. Holy shit. Ah, ja, alle schon rein die draufstellen. Da kann ich euch alle vier gleichzeitig erledigen. Nein! Einer muss noch wo sein. Ja. Ne, ich warte lieber draußen. Weil ich jetzt schon genau weiß, dass da drin vielleicht eine Falle ist. Dass da drin vielleicht eine Falle sein könnte. So, das heißt. Oh, das geht ja noch. Hey. Bitches. Verdammt, guck mal her. Digga, wie viele sind denn das da? Oh. Zum Glück sind wir gerade wieder rausgegangen. Das heißt, da kommen mehrere... Hä? Das heißt, da kommen mehrere Gegnerwellen. Oh. Magier höre ich auch noch. Hä? Sind die Magier hier irgendwo? Okay, die Magier sind also auch hier irgendwo mit in dem Raum. Ja, das sind sie. Hab sie gesehen. Aua. Schaden? Nö, nee, immer nicht. Du? Hallo? Ich traue mich nicht da drinnen zu bleiben, weil ich irgendwie die Befürchtung habe, dass wenn wir da drinnen bleiben, eine Gegner wieder nach der anderen kommt und wir nicht mehr zurückziehen können. Und das Schlimmste, was passieren kann in so einem engen Raum, ist, dass wir von allen Seiten gleichzeitig irgendwie... von allen Seiten gleichzeitig umringt sind und dann, ja, perfekt sind.
mal her jetzt bitte. Ach, der hier in Arbeit aus. Geht einfach rein. Okay. Wow. Schön, dass wir hängen geblieben. Oh, will ich das? Hey, ich speichere lieber nicht. Das war klar, wir kommen nämlich nicht mehr raus. Okay. Der Typ schon wieder. Okay, er stuck fest. Oh, scheiße doch nicht. Mann. Ja, aus, sag mal. Oh, hier ist keine gute Höhe. Hat der da drei von? Oh. Och nein. Ich hasse Magier. Blöd mal hier? Arsch noch. Eigentlich könnten wir doch auch da oben aufgehen, oder? Oh. Langweilig. Wo ist einer gespawnt? Da. Digga, wie hält denn der aus? Sag mal. Okay, ich gehe jetzt mal doch hier rauf. Vielleicht ist das ein strategisch guter Plan. Schnell weg. Ups. Kann er bitte einfach mal sterben? Wird da langsam langweilig hier. Yay!
Oh, Tür ist aufgegangen. Was? Nein, nicht wieder zugehen. Was? Ach, das ist jetzt Teleporter. Aua. Gib mal her die Scheiße. Oh! Schau mal, na gut, das war das bereits zu Ende. Are you strong enough? Ja, komm, gut, dann machen wir das mal lieber in der nächsten Folge. Die Folge war jetzt ein bisschen wesentlich kürzer, wobei, naja, egal. Schauen wir mal.